Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Achter März, Kampf- und Feiertag der Frauen. 50 zerkratzte Autos in Plauen und Hilfe für die Ukraine mit Suppenverkauf. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Montagabend, eine neue Woche ist angebrochen und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Morgen wird weltweit der Internationale Frauentag begangen. Aus diesem Anlass hatte Ende letzter Woche der DGB-Kreisverband Zwickau die Medienvertreter zu einem Pressegespräch eingeladen, um über die aktuelle Arbeitsmarktlage speziell der Frauen in Zwickau zu informieren. Ja, herzlich willkommen hier in Zwickau zum 1. Mai auf dem Hauptmarkt. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Seid ihr alle da? So kennen wir Sabine Zimmermann, eine Frau, die sich stark macht für die Rechte der Arbeitnehmer. Ob auf Maikundgebungen oder anderen Events, immer hat sie Zahlen und Fakten parat und ist da für so manchen Unternehmern nicht so angenehm. Sie zeigt Missstände auf, weist immer wieder darauf hin, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben müsse. Diese Forderung stand neben anderen Dingen auch im Mittelpunkt der Gesprächsrunde am vergangenen Donnerstag. Eingeladen waren drei Frauen aus unterschiedlichen Bereichen, die alle kurze Statements abgaben, wie sie aktuell die Rolle der Frauen auf dem Arbeitsmarkt hier in der Region einschätzen. Eine Berufsgruppe, welche lange Zeit von Männern dominiert wurde, ist die der Polizei. Wie die Arbeit aktuell hier für Frauen aussieht, erläuterte Susanne Genz. Also ich selber bin seit über 20 Jahren bei der Polizei und bin auch in verschiedenen Bereichen der Polizei eingesetzt gewesen. Und insgesamt, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, sind wir auf einem guten Weg. Ich denke, mehr als in anderen Berufen sind bei uns Frauen vertreten. Auch im Bereich der Führung der Polizei machen wir Fortschritte. Allerdings, jetzt kommt die Einschränkung, bin ich auch der Meinung, dass wir da noch mehr tun müssen. Bei uns hier in der Polizeidirektion Zwickau ist es aktuell so, dass wir im Vergleich zu anderen Direktionen jetzt aus dem Bereich Sachsen im höheren Dienst sehr, sehr viele Frauen haben bei uns in der Polizeidirektion, die auf Führungspositionen sitzen. Da sind wir aber tatsächlich eine Ausnahme. Und aufgrund der ganzen Voraussetzungen, die das Leben nun mal mit sich bringt, dass die Frauen Kinder bekommen müssen und dass uns die Männer das nicht abnehmen können, haben wir tatsächlich ja auch Probleme dann in dem Bereich Führungskräfte zu generieren. Ja. Wie man Familie und Beruf unter einen Hut bekommt und wie man das in den Pflegeberufen anstehende Schichtsystem meistert, darüber berichtete dann eine Betreuerin in der Altenpflege. Also gefühlt hat sich in den letzten 15 Jahren wenig geändert. Also diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie in einem Pflegeberuf ist fast nicht gegeben. Also man ist auf die Unterstützung von den Angehörigen einfach angewiesen, auf guten Freunden, ja, die Kindergartenschließzeiten sind schwierig für jede Pflegekraft zu halten, weil die Schichtdienste nun mal um 6 Uhr morgens losgehen und wenn der Kindergarten erst 6.30 Uhr öffnet, braucht man immer jemanden in der Hinterhand, der das Kind betreut für diese Zeit. Lockdown-Zeit, ganz, ganz schlimm, neue Schließzeiten ab 7 Uhr. Logischerweise will jede Pflegekraft auch dem Team nicht schaden. Also wie bringt man sein Kind unter, möchte aber gleichzeitig auch auf Arbeit da sein. Dann das Problem Teilzeit. Das kam auch noch dazu. Viele, viele Jahre wurden die Pflegekräfte nur in Teilzeit eingestellt. 30 Stunden, 25 Stunden. Finanzielle Sorgen. Ne? Der Partner weg, weil man ist nie zu Hause. Noch schlimmer teilweise auch das Umfeld, Privat, Freizeit, das gab es nicht und das gibt es auch jetzt teilweise nicht, weil man kann ja kaum noch an irgendwelche Veranstaltungen, an irgendwelchen Familienfeiern teilnehmen, Freunde, man wird geladen und sagt im Endeffekt kurz vor Schluss ab, weil dieses Einspringen, dieses Holen aus dem Frei, wie wir es so schön sagen, nach wie vor noch gang und gäbe ist. Also die Personaldecke ist so knapp, so eng bemessen, dass jeder Personalausfall schmerzt. Ja. Und
da sind wir schon in der glücklichen Fügung, wenn ich sage, man kann von heute auf morgen jemanden finden, aber es ist ad hoc von jetzt auf dann. Und das ist das Schlimme. Also man sucht im Frühdienst für den Spätdienst jemanden oder man sucht im Spätdienst für den Nachtdienst jemanden. Ja. Also das ist ein riesengroßes Problem und das ist ein Loch, was wir so schnell auch nicht stopfen. Immer wieder kam in der Runde auch die Thematik Tarifverträge in der Altenpflege und den Krankenhäusern zur Sprache. Also für uns als Gewerkschaft Verdi ist ja immer der Tarifvertrag öffentlicher Dienst sozusagen die Benchmark, wo wir uns entsprechend orientieren. Und leider liegen wir eben hier in Zwickau und auch in der Region immer unter dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Also wir rennen ihm eigentlich schon seit Jahren hinterher. Liegen teilweise so bei 600, also da waren wir bei 80%, wir haben schon entsprechend aufgeholt, aber in den Krankenhäusern liegen wir jetzt so bei 97% zum Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Also wir haben aufgeholt, aber das ist auch jetzt über 10 Jahre schon her, dass wir diesem hinterherrennen. Es ist nicht selbstverständlich, Tarifverträge zu haben. Ich habe sehr lange Zeit in Hessen gearbeitet, da war Flächentarifverträge selbstverständlich. Als ich hier wieder angefangen habe zu arbeiten in Sachsen, durfte wieder zurückkommen, habe ich festgestellt, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also die Kolleginnen müssen immer wieder für Tarifverträge auf die Straße gehen. Und leider habe ich aber auch festgestellt, also ich kenne viele engagierte Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und auch in der Pflege. Ich habe aber auch festgestellt, zum Beispiel in der Corona-Hochzeit waren doch sehr viele Gesundheits- und Krankenpfleger oder Krankenschwestern auf der Intensivstation beschäftigt. Und sie haben einen Anspruch auf die 46,02 € Intensivzulage. Sie kämpfen für andere Menschen, sie kämpfen für Tarifverträge, aber sie sind leider nicht, die haben nicht die Kraft für ihre eigene Intensivzulage sich einzusetzen. Und das ist das, was mich immer sehr, sehr traurig macht. Aber was, also wo wir auch immer die entsprechende Unterstützung geben und sagen, wir machen es geltend und aber eben das durchzusetzen ist eben immer wieder schwierig. Das ist eben immer wieder sozusagen ein entsprechender Kraftakt, der genommen wird. Und da muss ich einfach auch mal an die Arbeitgeber appellieren, dass hier eine entsprechende Wertschätzung stattfinden muss für die Arbeit der Frauen im sozialen Bereich. Es fielen klare Worte am letzten Donnerstag bei der Medienrunde im Gewerkschaftshaus. Trotz des ständigen Kampfes um die Gleichberechtigung der Frauen sollte doch morgen auch etwas gefeiert werden. Ja, ich glaube, es sollte auch beides sein. Also einmal eine Ehrung der Frauen an dem Tag für ihre Arbeit, die sie auch leisten, die Doppelbelastung Familie und Beruf in den meisten Fällen. Und auf der anderen Seite natürlich für uns als Gewerkschaften ist das ein Kampftag. Denn wir haben immer noch keine Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben noch keine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und darum kämpfen wir. Denn Frauen sind immer noch bei niedrigen Löhnen zu finden. In unserer Region haben wir über die Hälfte der Frauen in Teilzeit zu arbeiten und viele in Minijobs. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit. Frauen haben einen Anspruch darauf, dass sie endlich auch in den Berufen tätig sind, wo sie was mehr verdienen, wo sie natürlich auch die Möglichkeit haben, aufzusteigen und wo sie auch die Möglichkeit haben, später eine ordentliche Rente zu kriegen. Denn wir haben 93.000 Männer und Frauen hier in unserem Landkreis, die über 65 Jahre sind und die Hälfte davon sind Frauen und viele können ihre Rente nicht im Alter genießen. Sie führen ein unwürdiges Leben, sie müssen ihr Geld dreimal umdrehen und ich finde, man hat ein Recht darauf, im Alter auch in Würde alt zu werden. Es waren heute 3 Gesprächspartnerinnen hier. Wir hatten teilweise Gänsehaut. Gerade aus der Pflege haben wir gehört, was in Corona-Zeiten passiert ist. Und das kann alles nicht wahr sein. Ja, vor allen Dingen gerade in der Corona-Pandemie haben die Frauen besonders gelitten. Das waren die Ersten, die ihren Job verloren haben. Denn wir wissen, dass gerade in den Bereichen Hotel, Gastronomie, auch in den Bereichen Kultur, die Frauen die Ersten gewesen sind, die in Kurzarbeit mussten, teilweise auch in Minijobs waren und dort ihre Minijobs von heute auf morgen verloren haben.
und gar kein Kurzarbeitergeld bekommen haben. Und durch die niedrigen Löhne ist es natürlich immer wichtig, dass man weiß, dass die Leute dann auch ein niedriges Kurzarbeitergeld bekommen, ein niedriges Arbeitslosengeld und daraus natürlich resultierend eine niedrige Rente. Und die Altersarmut ist hier in der Region da und wird sich noch verstärken. Und hier, glaube ich, müssen wir versuchen, gegenzusteuern. Was würden Sie den mutigen Frauen an die Hand nehmen, dass sie das Heft in der Hand nehmen? Das Wichtigste ist, dass sie natürlich für ihre eigenen Rechte einstehen, dass sie sich jetzt gerade in dieser Zeit, wir Gewerkschaften wählen gerade die Betriebsräte, sich als Betriebsrätin aufstellen lassen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch dafür kämpfen, dass die Löhne auch gleichberechtigt, dass sie gleichberechtigt teilhaben können am Arbeitsmarkt. Und Frauen müssen da natürlich für selber kämpfen, aber das können wir auch nur gemeinsam mit den Männern. Wichtig ist natürlich auch, dass von der Politik nicht so viel geredet wird, dass endlich wirklich mit Nägeln mit Köpfen gemacht wird und dass sich man wirklich einsetzt für die Gleichberechtigung der Frauen in der Gesellschaft und auch am Arbeitsmarkt. Vielleicht gibt es dann ja doch den einen oder anderen Chef, der den morgigen Tag zum Anlass nimmt, die Arbeit seiner Mitarbeiterinnen entsprechend zu würdigen. Bereits vor einer Woche sorgten zerkratzte Autos in Plauen für Aufsehen. Damals waren 10 Fahrzeuge von der Tat betroffen. In der vergangenen Samstagnacht nahm das Ganze dann ein noch größeres Ausmaß. 50 PKWs sind in der Beethovenstraße über die Reisiger Straße bis fast zur Chamisso-Straße zerkratzt worden. Die Kratzer hatten Formen von Linien, geschwungenen Wellen oder auch Doppellinien. Meist vom Heck bis zum Teil über die Motorhaube. Betroffenen zufolge soll eine Anwohnerin das Geschehen in der Nacht beobachtet und die Polizei informiert haben. Im Verdacht steht ein 43-jähriger Ukrainer. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Wir haben in der Nacht noch 49 beschädigte Fahrzeuge festgestellt, die in der Beethovenstraße und in der Reisiger Straße abgestellt waren. Es sind uns seit gestern auch noch 2 Fahrzeuge nachgemeldet worden. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Woche erst noch Eigentümer die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen. Wir gehen also derzeit von 51 beschädigten Fahrzeugen aus. Da es teilweise beträchtliche Schäden sind an den Fahrzeugen, schätzen wir den Schaden auf rund 2.000 Euro pro Fahrzeug. Also summiert sich der Gesamtsachschaden auf über 100.000 Euro. Zeugen hatten uns in der Nacht informiert, dass sie 2 Tatverdächtige gesehen haben, beziehungsweise ein Tatverdächtiger war fußläufig unterwegs, ein anderer Tatverdächtiger war mit einem Transporter unterwegs. Wir haben dann Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Wir konnten auch vor Ort die 2 Personen feststellen, eine in der Nähe ihres Fahrzeugs, in der Nähe des Transporters, eine fußläufig unterwegs. Dabei handelt es sich um 2 ukrainische Staatsbürger, einer 39 und einer 43 Jahre alt. Ja, die Zeugin hat uns informiert, dass sie halt einen Transporter gesehen hat, der sehr, sehr langsam auf der Straße unterwegs war und daneben auch eine Person, die gelaufen ist. Und das verbunden mit einem kratzenden Geräusch passt auch zu den Schadensbildern an dem Fahrzeug. Wir haben da teilweise Striche gekratzt an der Fahrzeugseite oder über die Motorhaube drüber oder gekriegselt und so. Und das führte halt zu dem hohen Sachschaden insgesamt. Zum Motiv kann man leider noch nichts sagen, aber augenscheinlich waren die beiden Männer betrunken und der 39-Jährige, der ist schon am Samstagnachmittag in Plauen aufgefallen, da hat er bei einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholwert von über 2 Promille gehabt und wurde da auch zur Blutentnahme schon gebracht. Es gibt durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es noch mehr Fahrzeuge gibt, die beschädigt worden sind, wo das die Eigentümer jetzt aber erst im Laufe der Woche feststellen. Die werden natürlich gebeten, genauso wie Zeugen zur Tat selber, sich bei der Polizei in Plauen zu melden. Werbung. Herzlich willkommen bei der GFU MBH Zwickau, dem zertifizierten Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung. Wir analysieren Ihr Objekt und erstellen hochwertige Verkehrswertgutachten für alle Arten von bebauten und unbebauten Grundstücken. Wir prüfen Ihr Objekt auf Herz und Nieren, egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Geschäftshaus oder gewerbliche Immobilie. Mit unserer Expertise helfen wir bei Verkaufsobjekten, Erbschaftsangelegenheiten, Scheidungen oder auch Vermögensauseinandersetzungen.
Gerne verschaffen wir uns einen ersten Eindruck Ihrer Immobilie. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Besichtigungstermin. Das Covid-Schnelltestzentrum Zwickau in den Räumlichkeiten der Physiotherapie im Johannisbad. Geschultes und zertifiziertes Personal begleitet Sie sicher in nur 15 Minuten zu Ihrem Testergebnis. Durchgeführt werden können den RKI-Richtlinien entsprechende Antigen-Schnelltests, aber auch PCR-Tests. Und das auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Covid-Schnelltestzentrum im Zwickauer Johannisbad, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und an beiden Wochenendtagen jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ich bin Kurt und trainiere hier in dem neuen Hammer Gym in Zwickau im Sportpark. Ich gehe einfach gerne hierher, weil hier die perfekten Geräte sind und ich mich einfach fit halten will. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Uns alle bewegen die aktuellen Bilder, welche uns täglich aus der Ukraine erreichen. Bundesweit gehen die Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Eine Welle der Hilfsbereitschaft gibt es in Form von Geld oder Sachspenden. Helfen möchte auch die Initiative Zusammen füreinander Suppenküche. Wie das konkret aussieht, sehen Sie im folgenden Beitrag. Bereits zum 5. Mal rühren die regionalen Köche für einen guten Zweck im Suppentopf. In der Vergangenheit wurde bereits für den kleinen herzkranken Rudi und zugunsten von medizinischem Personal gekocht. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat man sich entschieden, auch hier zu helfen. Wie das konkret aussieht, haben wir heute hinterfragt und waren mit einigen der Macher vor dem Ecket in Zwickaus Peter-Breuer-Straße verabredet. Zusammen füreinander geht in die fünfte Runde und das hat diesmal einen sehr ernsten Hintergrund. Ja, dieser sehr ernste Hintergrund diesmal in der fünften Runde ist tatsächlich der Krieg in der Ukraine, die Krise, die dort gerade stattfindet. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir den kompletten Erlös dorthin spenden, um dort einfach eine Unterstützung mitzugeben. Beteiligt sind wieder 6 Gastronomen, 4 von euch sind heute dankenswerterweise hier. Wann geht's morgen los? Um 16 Uhr am Kornmarkt vom Wilden Hirsch. Wir vom Forsthaus machen unsere Kürbissuppe. Und hoffen, dass wir da ein bisschen helfen können. Ihr habt ja eine Investition tätigen müssen. Es ist ja nicht nur die Suppe kochen, es ist ja auch in die Gläser investieren. Und Andi hat schon gesagt, die 5 Euro gehen wirklich, der Erlös geht an die Ukraine. Genau, wir spenden den gesamten Erlös, den wir haben. Auch die Gläser, die tragen wir halt selber. Das ist unser Anteil an der ganzen Spende. Wir werden eine Süßkartoffel für Mangosuppe machen und werden die hinten verkaufen. Was habt ihr gekocht? Genau, also wir von der Erdbeerschenke machen wieder im Erdbeerthema. Das heißt, wir machen ein bisschen was Fruchtiges, Tomate, Erdbeere und hoffen, dass wir halt damit ein kleines bisschen auch Sommer zurückbringen können und ein kleines bisschen Hoffnung auch kriegen können. Andi, jetzt haben wir dich vergessen. Was habt ihr gekocht? Wir haben einen Linsen-Kartoffel-Eintopf gekocht. Also eine ganz einfache Sache, aber lecker.
Wenn wir davon ausgehen, dass jeder der 6 Gastronomen 200 Suppen gekocht hat und jede Suppe für 5 Euro verkauft wird, gibt es am Ende einen Erlös von 6.000 Euro. Meint ihr, wir schaffen das? Also erfahrungsgemäß nach dem letzten Mal werden wir mehr schaffen, weil die Leute oftmals mehr gegeben haben und auch mehr gekauft haben. Wir hatten, glaube ich, voriges Jahr, die haben gleich 5, 6 Suppen gekauft, was ganz toll war. Und wir hoffen, dass mehr zusammenkommt, um den Leuten zu helfen. Also wäre es möglich, wer jetzt sagt, hey, ich nehme den Zehner noch in der Hand, die können auch spenden? Auf jeden Fall gerne aufrunden. Kauft, wie ihr kaufen könnt, wir würden uns darüber freuen, jede Spende zählt. Dann helfen Sie mit, erwerben eine oder mehrere der leckeren Suppen und helfen damit den Menschen in unserer Partnerstadt Wolodimir. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Der FSV Zwickau hat das Auswärtsspiel bei der U23 des SC Freiburg am vergangenen Samstag knapp mit 0:1 verloren. Trainer Joe Enox brachte im Vergleich zur Vorwoche 2 neue Spieler in die Startelf. Steffen Kanser begann für Max Rheinthaler und Marcel Hilsner für den gesperrten Lars Lokotsch. Dabei ging die Bundesliga-Reserve bereits nach 4 Minuten in Führung und brachte die knappe Führung über die Runden. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Marco Schikora, dessen leicht abgefälschter Schuss an den Pfosten ging. Weiter geht es am kommenden Sonntag, wenn Aufstiegskandidat VfL Osnabrück in die GGZ-Arena kommt. Es ist halt bitter, wenn man jetzt nach dem Spiel sagen kann, sich die Frage stellt, warum man hier verloren hat. Ich denke, wir haben wirklich über 90 Minuten lang ein gutes Spiel gemacht, ein sehr mutiges Spiel. Gut angelaufen, vorne uns Torchancen erarbeitet, aber leider ist kein Tor daraus passiert. Wir kriegen da einen frühen Rückstand, aber das ist nun mal so. Es gibt halt auch einen Gegner auf dem Platz, der halt auch Matchball hat. Klar kann man es vielleicht auch besser verteidigen, aber das ist immer einfach gesagt. Wie gesagt, wir haben genug Tormöglichkeiten, um hier ein Tor zu machen, um einen Punkt mitzunehmen und vielleicht das Spiel sogar zu drehen. Haben wir nicht, deswegen ist es wieder mal umso bitter, dass wir jetzt hier verloren haben, das dritte Spiel in Folge. Wir sollten aufpassen, obwohl es noch, sag ich mal, ein Polster ist, ist das auch ganz schnell weg. Von daher müssen wir jetzt auf jeden Fall punkten die nächsten Spiele. Also ich kann mich jetzt wirklich an keine großartige Torchance erinnern, außer das 1-0. Und ich glaube, einmal, wo Pommes noch überragend gehalten hat. Ja, aber ansonsten haben wir genug Chancen. Das spricht ja auch für die Mannschaft, dass wir uns genug Chancen herausgespielt haben. Nochmal, es war wirklich ein guter Auftritt und wir müssen halt jetzt einfach die Tore machen. Jetzt kann man diese einfachen Sprüche wieder bringen mit, man muss den Ball über die Linie irgendwie hauen, man muss ins Tor fliegen. Aber nochmal, wir haben als Mannschaft einen guten Auftritt hingelegt. Und da ist es umso bitterer, jetzt nach Hause zu fahren, 8 Stunden lang mit einem 0-1. Totaler Schwachsinn, die gelbe Karte. Nochmal, es ist ein Zweikampf, ich krieg sogar einen Foul gepfiffen, gehe zu dem Spieler hin, ich krabbel hin und frage ihn, was los ist. Weil er hat sich übrigens auch in der ersten Halbzeit schon mehrmals fallen lassen und das war's. Und da kommt der Schiri gleich zu mir an, ja, geht nicht, gelbe Karte. Also ich kann es persönlich nicht verstehen, ist angeblich eine neue Regel vom DFB. Ja, muss man dann so hinnehmen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir beim Gegner oder dass wir chancenlos sind auf die letzten oder das Spiel schon gegen 1860, wo wir auch lange eins so gefühlt haben. Wir können es ja, ja, aber wir müssen halt zusehen, dass wir jetzt die Punkte holen, dass wir uns auch mal belohnen für den Aufwand, der auch heute enorm war. Wie gesagt, es wundert mich immer noch, dass wir aus diesen ganzen Torchancen kein Tor gemacht haben. Das müssen wir uns jetzt vornehmen, dass es jetzt gegen Osnabrück besser wird. Das ist natürlich auch wieder ein ganz schöner Kracher, den wir dann zu Hause haben, aber da müssen wir halt dann die Zwickau-Mentalität auf den Platz bringen und das Spiel irgendwie gewinnen, weil wir haben jetzt 3 Niederlagen. Ja, wir sollten aufpassen, wir müssen punkten. Die Eispiraten Grimmitschau blieben im letzten Heimspiel der DEL2-Hauptrunde ohne Punkte. Die Westsachsen unterlagen den Bayreuth Tigers am vergangenen Samstag vor 2080 Zuschauern im Sahnpark mit 1:4, nachdem Philipp Reisnecker seine Farben nach 10 Minuten mit 1:0 in Führung schoss. Bayreuth sicherte sich als Tabellenzehnter somit das Heimrecht in den Playdowns. Die Eispiraten konnten an ihrer Ausgangsposition aufgrund des 5:2-Erfolges von Kassel gegen Dresden nichts mehr ändern und haben somit den 6. Platz in der DEL2-Hauptrundentabelle fest. Werbung.
Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Ab morgen wird für mehrere Tage Sonnenschein unser Begleiter sein. Bei Werten um die 8 Grad strahlt am Dienstag den ganzen Tag über die Sonne ungetrübt vom Westsachsenhimmel. Nach einer recht frostigen Nacht klettert am Mittwoch das Quecksilber bis auf 11 Grad. Den ganzen Tag über gibt es Sonne satt. Am Donnerstag erreichen wir dann schon mal Werte nahe der 15 Grad Marke. 11 Sonnenstunden, das lädt doch fast schon zum Verweilen auf den Freisitzen ein. Auch der Freitag wird aus heutiger Sicht ein recht freundlicher Tag. Bei Tageshöchstwerten um die 9 Grad dominiert Sonnenschein das Wettergeschehen. Nur harmlose Wolken ziehen im Tagesverlauf ins Sendegebiet. Das war's von Tag aktuell für den Auftakt der Woche. Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Schalten Sie doch auch morgen wieder ein. In diesem Sinne, machen Sie es gut.